So, wir gehen jetzt zum PCR-Test. Das ist euer dritter oder der zweite? Der letzte. Der letzte Test, der dritte. Genau. Hoffentlich ist der jetzt nicht positiv, dann habt ihr Pech gehabt. Genau, ja, aber du auch. Wie meinst du? Ja, ich auch. Ja, ich bin dann, habe ich nicht hergefahren. Wo hier parkieren? Ich tue das abstreiten dann. Ja. Wir haben uns hier zufällig getroffen. Also. Jetzt sind wir in der Laguna im Canal Village. Hier muss der Mois heute seinen Test machen hier, seinen dritten PCR-Test. Die ersten zwei waren okay. Hier hat sogar noch der Family Mart auf. Ne? Where are they? So, dann schauen wir mal. Hier muss er hin. Ist ja hier großes Anstellen angesagt hier. Ah, von Bangkok Hospital, die haben hier so eine, Outpost, kleine Filiale, die ist auch neu, die habe ich auch noch nicht gesehen. Hier sind wahrscheinlich alle Sandboxer hier, die sich jetzt hier testen lassen. Und ein Freund von mir, der ist auch über die Sandbox rein und der macht jetzt auch dieses letzten PCR-Test halt. Ne? Ja, was ich schlecht finde, ist, dass da diese Shopping Malls hier alle zu haben. Wir haben jetzt bis jetzt nur ein Central Book gibt, das hat offen. Das hat offen, ja. Ja. Aber ja. Und dort das große. Chang Sailon, das hat ja zu, im Patong. Ja, das wollte ich eigentlich hin. Das dann habe ich mal gedacht, das hier hat auch offen, aber das hat auch zu, oder? Das, was hier nee, ist. Hier gibt es doch. Das die Shopping Mall, die große da. Hat die zu? Letztes Mal war die noch auf. Kein einziges Auto davor. Im Internet steht. Keine Menschen sind. Ja, da sind wenig Leute im Zentrum hier. Das ist noch relativ neu. Ne? Und dann gibt es ja den Villamarkt und so, da sind schon Leute. So, wir machen mal einen Rundgang durchs Canal Village in der Laguna. Also wenn man die Maske anhat, ich habe es jetzt wirklich einmal gemacht, weil ja hier alle da beim PCR-Test sind. Also da, mich juckt es jetzt überall, ja. Also ich habe ja am Anfang, muss ich sagen, wie die Maske, wie das angefangen hat, da habe ich auch gleich so einen Ausschlag kriegt da, ne? Also das kann nicht gut sein. Bei der Hitze, das setzt ja nicht aus. Wie man sieht, nicht viel geöffnet, aber ein bisschen was hat auf. Kanal, why they have another one? A swap center, what is this? Huh? Aha, Phuket Swap Center. And they check inside. Also, but you think this belong also to Bangkok Phuket Hospital? Or is a different one? Competition in swapping. Also hier ist das Phuket Swap Center. Jetzt weiß ich nicht, ob das, doch ist auch Bangkok Phuket Hospital. Vielleicht werden sie dann da oben angenommen, dann müssen sie da runterlaufen, keine Ahnung, wie das hier abläuft. So, hier die Läden. Viele Läden zu vermieten auch hier. No. Paul? Paul's. No. Laguna Phuket Wedding Chapel. Crocodile Bags. Also wie man sieht, many businesses are closed. Ist der Canal Village. Das ist, das heißt halt Canal Village, weil hier dieser See ist. Ist eigentlich nicht wirklich ein Kanal, aber... Und wie man sieht, alles genau. Zu, die machen vielleicht auch wieder auf, aber momentan rentiert sich es halt nicht. Ne? Aber auch der Mann hat mir gerade erzählt, dass also auch im Kamala Beach Hotel schon einiges los ist und ist gut organisiert. Naja, und er ist zufrieden, dass er hier ist, ihm gefällt, sonst war er mehr nur in Bangkok. Ja, und hier, den kennen wir auch hier, wenn das noch derselbe Besitzer ist. No. He had a travel office before, this man. I don't know if he's still the same. But then he sold the house, ne? He was able to sell it for a good profit. Albatros Café. Naja, das wird schon noch derselbe Besitzer sein. Aber ist natürlich zu, weil nichts geht. Für wen soll er auflassen? Da drüben wird was Neues gebaut. Ja, das ist, wie gesagt, die Laguna Area in Phuket.
ungefähr 7-8 Kilometer von, oder 10 vielleicht, von Kamala weg. Ja, das ist so ein alter Baggersee. You remember when we drive here? With Cassius, ne? Last time. Naja. Hier. Kanal Village Laguna. Ja, und hier haben wir das Phuket Swab Center. Ein Schelm, wer was Böses denkt. Shop is open, was open. Yeah. We also used to have customer here. Remember? Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal, lasst ein Like da und drückt auf die Glocke. Ich habe sie gerade gefragt, ob sie von ihrem Boss zusammengeschlagen wurde. Da hat sie gelacht. Ne? Hier ist auch noch das Lufthansa City Center, also den gibt es immer noch. Habe über ihn auch schon Flüge gebucht. Der macht es gut, ist ein Holländer. Zuverlässig, und wenn er es macht, dann ist man in den richtigen Händen. Und er hat ja auch die Kneipe hier und war dann zwischenzeitlich mal in der Boat Avenue, hat da am Anfang günstig, ist er damit eingestiegen, hat das Haus gekauft und konnte es dann wohl an einen Chinesen mit Riesengewinn verkaufen. Das sind die Gerüchte, was da stimmt, weiß ich nicht. Ich habe ihn auch nicht selber drauf angesprochen, aber das haben sie mir halt so erzählt damals. Sawadika. Ja. Schaut nach der Visitenkarte. Open the restaurant sometime or close? The restaurant open first of August. First of August. Okay. Next month. Okay. Boat Avenue? No. Not yet. No, no, I know close, but you used to work there? Boat Avenue to here. Yeah, yeah, I know. Oh, from Boat Avenue? Yeah, yeah. From that in the nearby. Finally, you understand. Okay. Yes. Okay. But before his office here also, and then he moved there. Also have a restaurant there, but then he sell the building, and now he come. But he never give this up. That was just second one. Himself also, no? Not only give order. No? Somebody good, who will also do himself. Sometimes I also do myself. No? But then I show them, and it's also useless. Where's Kiana? She escaped. Aber jetzt haben wir gerade ein gutes Gespräch gehabt im Lufthansa City Center. Den kenne ich auch schon lange. Mal schauen. Ah, you see? We can tell him to make his listing here for free. I go back now. Can you go back and give her the card? And say, please give to your boss, or she can make the listing herself. And say, this is your card. Also hier ein riesiger Andrang von Sandboxern, die sich swappen lassen, also die sich diesen Nasenpiekser machen lassen. Dreimal, und nach dreimal bist du frei, wenn nicht der dritte dann positiv ist. Wie bei einem Freund von mir, der hat sich noch einen vierten machen lassen, weil er nach Phuket rein wollte, ohne Impfung. Und der vierte war dann auf einmal positiv, die ersten drei waren negativ. Naja, so spielt das Leben. Ganz schön was los hier, du. Im Swab Center. Also 2 Stunden gedauert am Flughafen, bis du dran warst. Bis du dann so über den Pass und alles bist. 2,5 Stunden. Ist heiß, ne? Heute, also extrem heiß. Geht hier Ackerstrom oder was? Oder? Ja? Die könnten ja wenigstens ein paar Ventilatoren hier aufstellen. So. Im Swab Center. Bis da vorne bist du fast Fieber, ja. Im Swab Center. Das Swab Center. Covid Center hier. Oder wie heißt es hier? Covid Center oder? Was ist denn da? Das ist da ein. Phuket Sandbox. Schwab Appointment. Swab. Schwab heißt doch der aus der Schweiz, ne? Da haben nur das SCA. Ja, das ist ein Swab Appointment. What number were you in the queue? 47. Hier ist langsam Stau. Und ich sehe die gerade in ihren Gummianzügen, die Mitarbeiter da vom Krankenhaus, wie die da schwitzen müssen. Ich schwitze ja schon in meinem Hemd. Und die sind im Vollkondom, du. Das ist ja Wahnsinn. Na. Alina, heißt sie Alina? I think this is hers, huh? Nalina, heißt sie Nalina? I think she have your passport.
Naja, da blickt man ja nicht durch. Das ist ein Durcheinander sozusagen. Ein Nasenstüber Durcheinander. This is the lottery numbers. You have to keep them.